Ich darf Sie jetzt alle recht herzlich hier in der Kirche begrüßen. Ich fange jetzt nicht an mit einer großen Begrüßung. Schön, dass Sie alle da seid, liebe Pfarrgemeinde, liebe Gäste von auswärts, vor allem die Witzenkirchner, die Eltern, vor allem lieber Manuel. Wie man heute den Einzug jetzt schon gesehen hat und die Begrüßung, dann glaubt man, wird ein volles, freudiges Fest. Dabei tut uns das Herz nämlich weh, aber trotzdem überlegen wir es in Gottes Hand. Und wir bitten dich jetzt, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern. Bitte dich, dass du mit uns beginnst. Wir tun heute das, was wir Sonntag für Sonntag und manche auch wochentags gemeinsam gefeiert haben. Eucharistie. Ein griechisches Wort, unsere Muttersprache übersetzt, Danksagung. Ich glaube, wir haben alle, ich habe viel Dank im Herzen für die gemeinsamen 19 Jahre. Ich lade ein, dass wir alles, was wir jetzt an Gefühlen in uns haben, mit hineinbeten und weben in die Feier der Heiligen Messe, Quelle und Höhepunkt christlichen Lebens. Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der alle Wege mit uns geht, er sei mit euch. Bitte nehmt Platz. Auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen heute an meinem letzten Diensttag, nicht Dienstag, sondern Diensttag hier in St. Valentin. Begrüße alle ganz herzlich, besonders natürlich meine Eltern, die Betzenkirchner, die Familie, alle Freunde, freue mich auch über die Mitbrüder, die gekommen sind, über Herbert. Herzlich willkommen erneut. Lieber Pfarrer Franz, das Burgstall, mein erster Lehrmeister, verbunden auch mit der Monika Liedler, meine Pastoralassistentin, Lehrmeisterin und natürlich du, lieber Herr Pfarrer, sage ich dann in der Predigt mehr. Ich freue mich, dass die ehrwürdigen Schwestern da sind, Pfarrkirchenrat, Pfarrgemeinderat, alle Vereine und Körperschaften, Frau Bürgermeister mit ihrem Team, Kameraden, alle, die heute hier sind, Feuerwehr, ich danke euch, dass wir gemeinsam feiern. Beginn des Gottesdienstes lade ich uns ein, dass wir jetzt ankommen, hier im Gotteshaus, ankommen mit unserem Leben, um alles, was uns beschäftigt, Gott in die Hände zu legen. Wenn wir jetzt um sein Erbarmen bitten, zu dem ich euch einlade, dass wir es dann auch gemeinsam singen. Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus, aus unterschiedlichen Menschen formst du heute eine Messgemeinschaft. Wir wollen auf dein Wort hören. Du stärkst uns im heiligen Brot. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns immer wieder Schuld, Fehler, Sünden, menschliches Versagen nach und führe uns zum ewigen Leben. Loben und preisen wir Gott am Sonntag. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott von ganzem Herzen, ich will erzählen all seine Wunder, singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, ich freue mich und bin fröhlich. Halleluja. Lasset uns beten. Großer Gott, wir sind hier zusammengekommen und bringen dir unsere ganz eigenen Gedanken, unsere eigenen Fragen, vielleicht auch Sorgen und Ängste mit. Hinter uns liegt eine Sommerwoche mit Erfahrungen, Eindrücken und Begegnungen, die heute noch in uns nachklingen dürfen. Jetzt in diesem Gottesdienst dürfen wir innehalten, ruhig werden, Belastendes und Freudiges in deine Hände legen, wenn wir singen, hören und gemeinsam zu dir beten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, wir, die vielen, sind ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnung berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig.
Wort des lebendigen Gottes. Kennen Sie das Lied? Die Kinder kennen es sicher bestens. Wenn der Manuel im Kindergarten war oder sonst noch bei Feiern, hat er gefragt, wollt ihr noch ein Lied singen? Bitte das Coca-Cola-Lied. Das ist das Coca-Cola-Lied. Und ihr hört, die Kinder singen vor und alle singen nach. Und das wollen wir jetzt zeigen, wir singen das alle nach. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sagte einer der Gäste, der zusammen mit Jesus eingeladen worden war, zu ihm: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich habe den Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener:
Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, liebe Marienschwestern, liebe Mitbrüder, liebe Damen und Herren, die ihr mit mir in diesen 19 Jahren zusammengearbeitet habt, auf Pfarrebene, aber auch in der Schule, im Kindergarten, in der Pfarre, mich ganz persönlich auch begleitet und unterstützt haben. Grüße auch alle Chöre, die heute hier sind, die Stadtkapelle habe ich vorher vergessen. Man möge es mir nachsehen, wenn ich heute jemanden übersehen sollte. Abschied. Abschied ist nicht mein Lieblingsthema. Und doch, liebe Schwestern und Brüder, ist Abschied etwas, das uns immer wieder unterkommen wird. Es gibt die kleinen und die größeren Abschiede. Und wie viele Abschiede durfte ich mit vielen von euch schon feiern, wenn wir uns am Lebensende verabschiedet haben? So einen Abschied feiern wir heute aber nicht. Wir feiern heute kein Requiem, wir feiern heute eine Dankmesse. Abschied ist nicht mein Lieblingsthema und doch gehört Abschied zu unserem Menschenleben dazu. Eine Abschiedskultur, eine gut gelebte, ist wichtig. Ein nicht gestalteter Abschied, ein nicht gelebter Abschied holt dich im Laufe deines Lebens einmal ein. Alles, was du in dir verbirgst, alles, was du nicht auslebst, alles, was du zurückhältst, das wird dich eines Tages einholen. Und so habe ich in meiner seelsorglichen Laufbahn erlebt und auch erfahren, auch im eigenen Leben, wie wichtig es ist, dass man Abschiede, Übergänge gestaltet. Und zu diesen Übergängen gehören auch Feiern, Zusammenkommen, Nachdenken, Danken. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ihr merkt das auch, mir fehlt mein Abschied von der Pfarre, in der ich 19 Jahre sein durfte, und meiner Biografie und vom Pfarrverband, in dem ich 4 Jahre tätig sein durfte, wirklich sehr, sehr schwer. Wer mich besser kennt, der weiß, und dem habe ich das auch erzählt, es kommt mir persönlich wie eine Entwurzelung vor. Jetzt bist du ein paar 19 Jahre da eingesetzt und 16, der Stamm ist ja ziemlich rund geworden. 19 Jahre ein Baum, der ordentlich wächst, der ist kein Baumau mehr. Und so einen Baum zu versetzen, kostet Kraft, kostet denen Kraft, die das versetzen, den Baum, aber auch die, den es betrifft, den Baum selber, um im Bild zu bleiben. In den letzten Tagen haben mich viele Menschen gefragt, eigentlich sind schon Wochen, kommen dann her und sagen: Manuel, ist es eigentlich eine gute Idee gewesen, dass du Priester geworden bist? Was dir Komplöme oder Pastoralassistent, dann warst du nur da, hättest du nicht weggeschickt.
Ich weiß es nicht. Man hätte mich auch als Pastoralassistent bitten können, woanders hinzugehen oder mich als Diakon versetzen. Ich glaube nicht, dass das nur damit zu tun hat. Ja, es war eine gute Idee, Priester zu werden. Und das möchte ich hier noch einmal klar feststellen und festhalten. Es war eine gute Idee und ich stehe nach wie vor dahinter. Auch wenn viele enttäuscht sind und irritiert, kirchenferne und kirchennahe, sogar ein Zeuge Jehova hat mir gesagt, wie schade es findet, dass ein Emanuel nicht mehr da ist. Eigentlich eine große Auszeichnung. Ich wünsche uns aber, dass die Entscheidungen, die oft getroffen werden, auch über uns und die wir manchmal auch aushalten müssen oder damit umgehen lernen müssen, dass das die Liebe zur Kirche nicht mindert. Denn wenn man in Familien schaut, und ich glaube, es geht allen, die in Partnerschaften leben und in Ehen, in Familien zusammenleben, in Gemeinschaften, den Marienschwestern wird es nicht anders gehen und auch uns Priestern, wir leben ja auch, wir leben zwar ehelos, aber nicht gemeinschaftslos, ne? Gott sei Dank. Dass dort, wo wir zusammenleben, viel Liebe ist, aber diese Liebe uns auch leiden lässt, weil wir Leidenschaft haben. Und so bitte ich euch, liebt die Kirche weiter, liebt die Pfarre weiter, auch wenn wir gewisse Wegstrecken auch leiden an ihr. Aber wir leiden, glaube ich, weil wir sie leidenschaftlich lieben. Und da kommt das Leid eben auch, das gehört dazu. Und doch wünsche ich meiner Kirche, dass sie immer mehr eine Kirche nicht der Macht, sondern der Ohnmacht wird. Denn ich bin davon überzeugt, dass eine Kirche der Ohnmacht Zukunft hat. Ich bin Priester geworden, ich bin Pastoralassistent geworden aus Leidenschaft, Diakon aus Leidenschaft, Priester, weil ich ein Vorbild hatte. Pfarrer Zahl, mein Mentor, mein Vorbild, in vielen Dingen, die eine Pfarre auch nicht sieht. Ihr seht den Priester bei der Messe. Ihr seht den Priester, wenn er euch begleitet. Ihr seht den Priester, wenn er mit euch feiert. Aber ich habe auch einen Priester gesehen, der spät in der Nacht am Knieschemel gebetet hat für die Pfarre. Ich habe einen Priester gesehen, der kein Frühstück ohne das Kreuzzeichen begonnen hat. Und das prägt einen. Danke, Herr Pfarrer Zahl, für dein Vorbild. Und auch das Vorbild der Resi. Die kriegen jetzt einmal einen Applaus, dass ich mich auch durchschnetzen kann. Zur Lesung. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, war mein Prämitspruch. Ihr kennt mich und ihr seht es ja heute, ich bin ein Blärschaß, ich kann rären, hektoliterweise. Die letzten Wochen waren eine gefüllte Hochschaubahn an Emotionen. Ich wünsche euch, dass ihr in Zukunft gemeinsam weinen könnt. Ich glaube, weinen können ist ein Talent, aber euch auch gemeinsam freuen könnt und alles, was zwischen diesen großen Polen der Gefühle liegt, lebt. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief an die christliche Gemeinde, dass Gott alle Talente, die er zum Aufbau seiner Gemeinschaft braucht, hineingelegt hat in die Menschen, die dort leben. Das habe ich vom Pfarrer Chronister gelernt. Der hat einmal zu mir gesagt, Mango, du darfst nicht alles selber machen. Du musst Leute holen, du musst Leute einladen, du musst Leute befähigen. Ich habe es versucht und ich danke allen,
die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die mich auch manchmal herausgefordert haben und auch denen, die mir dagegen geredet haben. Das hat mich geprägt. Und bitte vergesst mir eines nicht, und das geht jetzt an die Kinder, an die Jugendlichen und an alle. Jeder soll heute nachdenken, was kann ich gut und was tue ich gern? Und diese zwei Fragen zusammenzulegen auf die Pfarre, um dann zu sagen, hier bin ich, das kann ich gut und das tue ich gerne. Ich möchte mithelfen, dass die Pfarrgemeinde lebendig bleibt. Im Gegenteil, dass der Pfarrverband zusammenwächst, dass Kirche hier in diesem Enz-Donau-Wirkl Ausstrahlung hat und die Menschen, die bei uns andocken, und die uns sehen und erleben, spüren, die glauben an einen Gott, die leben eine Beziehung, die ihnen eine Kraft gibt, die auch mein Leben berühren könnte. Freut euch in Zukunft mit den Fröhlichen. Vergesst mir nicht die Alten und Kranken und auch die, die trauern und weinen. Sie brauchen euch, sie brauchen eure Talente. Jeder wird gebraucht. Der stille Beter, die stille Beterin, alle, die sich mit ihren Talenten engagieren. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, ihr seid nicht nur die Zukunft der Kirche und der Pfarre, sondern auch schon die Gegenwart. Es ist jetzt schon wichtig, dass ihr mittat und höft. Es braucht alle, es braucht die Jungen und die Alten, es braucht die Reifen und Erfahrenen, es braucht die, die in Frage stellen, es braucht aber auch die, die motivieren können und etwas durchziehen. Und doch vergessen wir eines nie, die Mitte. Die Mitte ist Jesus Christus. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Das habe ich in den 19 Jahren gefühlte 100 Mal gehört. So hat der Pfarrer Zahl mehrfach gepredigt und gesagt. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Auch für den Pfarrverband, der in den Kinderschuhen steckt oder jetzt schon in den Teenagerschulen. Pfarrverband heißt, wir dürfen zusammengehören. Wir haben Geschwisterpfarren und Geschwister zu haben, ist ja in den meisten Fällen was Schönes. Und ich wünsche es euch, dass ihr das so sehen könnt und dass ihr euch in allen Pfarren des Pfarrverbandes zu Hause fühlen dürft. Es ist mir klar, dass man seine Kirche hat, das ist menschlich. Aber ich bitte euch, seht nie irgendwo eine Ideologie dahinter, sondern offene Türen. Und wir dürfen in allen Kirchen, besonders in den Kirchen des Pfarrverbandes, uns zu Hause fühlen und auch angenommen. Nicht als Gäste, sondern dazugehörend. Im Evangelium haben wir gehört vom Festmahl. Vom Festmahl, wo sie alle entschuldigen haben lassen. Ich danke euch, dass ihr euch nicht entschuldigt habt, sondern heute gekommen seid zu diesem Festmahl, der Liebe Gottes. Und ich bitte euch, macht die Türen der Kirche immer weit auf. Vor allem auch die Türen eures Herzens. Mir ist bei meinem Beginn hier gesagt worden, Manuel, wenn du den Menschen dein offenes Herz zeigst, dann werden sie dir das offene Herz zurückzeigen. Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und die mir dieses offene Herz auch gezeigt haben und spüren haben lassen. Ich habe hier einen Lebensmittelpunkt gefunden, viele Freunde, ganz gute Freunde und ein Beziehungsnetz, das mich auch in Zukunft tragen wird, auch wenn ich hier nicht mehr lebe. Ein letzter Gedanke. Vor einigen Wochen bin ich mit einem sehr alten Menschen zusammengesessen, ein sehr weiser Mensch. Und der hat zu mir gesagt, Manuel, du brauchst nicht traurig sein, weißt du, jetzt weg ist da. Es geht ja eh einer mit. Es geht eh einer mit. Ich habe mir gedacht, gar nicht gewusst, dass einer wer übersiedelt.
nach Zwettl, Friedersbach, Großglobnitz. Wer übersiedelt da leicht noch mit? Dann hat dieser Mensch gesagt, Jesus kann hier in St. Valentin bleiben und überall auf der Welt. Trotzdem geht er mit dir nach Zwettl, weil er überall sein kann, dieser Gottmensch Jesus. Und das wünsche ich euch, dass wir nie vergessen, was die Hauptsache ist. Dass wir immer wieder daran uns erinnern, wo sind unsere Talente, die Gott in uns hineingelegt hat, die wir einbringen dürfen und auch sollen. Und ich bitte euch von Herzen, arbeitet mit, dass die Pfarre weiterhin, der Pfarrverband, eine Ausstrahlungskraft hat, dass sich auch in Zukunft viele hier wohlfühlen können. Ich sage heute auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen in Zwettl, wenn wir dort dann Zwettlerbier und Karpfen probieren werden. Ich mag beides nicht. Aber wir werden uns das anschauen. Und ich wünsche uns ein Wiedersehen. Spätestens am 30. Juni 2024 beim Goldenen Priesterjubiläum vom Pfarrer Zahl, weil da darf ich wieder predigen. Freue mich heute schon. Ich sage auch ganz bewusst, auf Wiedersehen einmal im Himmel. Amen. Reflektieren wir unseren Glauben, ein Glaubensbekenntnis, darüber nachzudenken, an welchen Gott wir glauben dürfen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren. Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich lade zu den Fürbitten ein. Voll Vertrauen kommen wir zu Gott, unserem Vater, mit unseren Bitten. Felix darf gleich anfangen. Guter Gott, bei unzähligen Taufen war Manuel als Menschenfischer tätig, der in den Taufgesprächen die Begeisterung für deine Botschaft an unsere Eltern weitergegeben hat. Wir bitten dich, lass die Früchte seines Wirkens in uns weiterkommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, als Lehrer war Manuel eine Wucht. Es ist selten, dass der Religionsunterricht nicht ein Muss, sondern ein Ich will ist. Wir bitten dich, schenke uns auch weitere Menschen, die uns für dich begeistern. Wir bitten dich, guter Gott, junge Erwachsene an ihren jeweiligen Platz im Leben abzuholen und eine Gemeinschaft abseits von PC, Handy und so weiter zu formen.
ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Wir bitten dich, gib allen, die in der Jugendarbeit tätig sind, die Ideen, die sie dafür brauchen. Wir bitten dich, Herr Herz. Guter Gott, in unserer Pfarre gibt es mitreißende Gottesdienste und Andachten, besonders für Windelchristen bis zu den Firmlingen. Wir bitten dich, schenke allen, die sich um die Gestaltung der Gottesdienste annehmen, immer wieder neue Einfälle, damit deine Botschaft für alle verständlich ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, Manuel trug oft dazu bei, eine Hochzeit zu etwas Einzigartigem zu machen. Wir bitten dich, hilf allen Eheleuten und allen Paaren, diese Einzigartigkeit zu erkennen und es nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wir bitten dich, Herr Herr. Guter Gott, in vielen Pfarren, Familien, Vereinen und Freundeskreisen war Manuel mit Rat und Tat zur Stelle. Wir bitten dich, schenke uns die Aufmerksamkeit zu erkennen, wenn jemand in unserem Umfeld Hilfe und Zuspruch benötigt. Wir bitten dich, Herr. Guter Gott, Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter, ist für Manuel ein Fels in der Brandung und immer ein Teil seiner Gottesdienste. Wir bitten dich für unsere Glaubensgemeinschaften, Priester, Diakone und alle, die den Glauben in den Pfarren verbreiten. Wir bitten dich, Herr. Guter Gott, in schweren Momenten ist ein Blick, eine Umarmung, ein Besuch oder Worte des Trostes hilfreicher als Mitleid. Manuel hat das Gespür, wenn jemand diese Zuwendung benötigt. Wir bitten dich, lass auch uns hellhörig sein für die Probleme unserer Mitmenschen, damit sie nicht allein durch diese schwere Zeit gehen müssen. Wir bitten dich, du bist der Herr und Lenker aller Dinge. Wir legen dir heute neu unser Leben in die Hand. Dir sei Lobpreis und Ehre in Ewigkeit. Wir feiern Eucharistie. Wir tun es zu seinem Gedächtnis, was er an seinem Abschiedsabend getan hat, feiern wir jetzt. Alle meine Wege mit dir bin ich, alles was ich bin. Im Dunkeln alles Vater führt mich zu dir. Alle meine Wege. Unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Somit hat er die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Loblied deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht, feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den ersten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst.
kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bringen wir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Feiert mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois, unserem Weihbischof Anton, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben geschenkt wird, in der Gemeinschaft mit der heiligen Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bevor nun Manuel zum Vaterunser einlädt und wir miteinander das Vaterunser singen, möchte ich Sie bitten, so wie wir es vor Corona getan haben, seitdem war es eigentlich nicht mehr so möglich. Jetzt bitte ich alle Kinder, dass ihr herauskommt, kommt nach vorne zu uns und die Leute bitte ich, geben wir einander die Hände über die Mittelreihen hinweg, dass wir eine große Gemeinschaft und Einheit sind und dem Manuel zeigen, unsere Hände sind immer da, wenn du uns brauchst. Kinder, kommt gleich nach vorne. Ihr könnt auch eure Fahne mitnehmen und mit der Fahne dabei wachen. Unser, der du bist in ihm,
Friede entsteht durch Zusammenhalten und nicht gegeneinander halten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden schenke ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere menschlichen Schwächen und Sünden, sondern schau auf unseren Glauben und unser Bemühen, wo wir uns mühen, zu hoffen, zu lieben, zu verzeihen, neue Wege zu finden. Und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede Gottes des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir einander ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Für das Chor ein Hinweis, es kommt jemand auf das Chor hinauf zur Kommunionsspendung. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seel gesund. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir ist es gut.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, schenke uns durch die Feier dieses Sakraments die Fülle deines Erbarmens und mache uns heil. Gewähre uns deine Hilfe, damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es hat geheißen, ich soll gleich den Segen geben. Es wird so gemacht. Legen wir alles, was uns derzeit ausmacht, auch diesen Abschied und den Neubeginn, hinein in den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria und unseres heiligen Valentin. Segne und behüte euch, eure Familien und alle, für die ihr gebetet habt. Auch unsere Alten und Kranken, denn der liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es geht hin, kommt dann später. Bitte nehmt Platz. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, sehr geehrte Frau Bürgermeister, liebe Kollegen, Mitbrüder im Priesteramt, liebe Verwandte von Manuel, liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Sing Valentinis, lieber Chor der Pfarre, liebe alle, lieber Manuel. Als wir manche Dinge, die Vierer gesehen haben, hat es dreht am Schluss einer, der vorher gar nicht da war am Anfang. Das ist nicht, weil ich jetzt verschlafen habe, sondern weil wir in der Pfarre Ernsthofen heute das Pfarrfest feiern und da habe ich schon vorher die Messe gehabt. Ich möchte beginnen mit dem, was alltäglich ist, nämlich mit den Verlautbarungen für die kommende Woche und da nur das Notwendigste. Es liegt beim Schriftenstand, liegen Gottesdienstordnungen für den Monat September auf, zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Das ist neu. Das erspart uns am Ende der Gottesdienste, dass wir alle Messintentionen immer vorlesen, damit es am Schluss nicht so lang wird, wo wir glauben, wir sind schon fertig. Also heute ist eine Ausnahme, heute wird es noch länger, versprich es euch. Und man hat es zu Hause nochmal zum Mitlesen. Für kommenden Sonntag um 15 Uhr ist meine Amtseinführung als Pfarrer für alle 5 Pfarrer des Pfarrverbandes. Wir haben sie für Ohrenkirchen entscheiden müssen. Ich habe gesagt, Valentin darf auskühlen nach dem heutigen Fest. Wir sind in Langenhardt. Herzliche Einladung dazu zur Mitfeier. Kommenden Sonntag um 15 Uhr. Es haben sich daher einige Gottesdienste verändert am Vormittag. In St. Pantaleon und in Langenhardt haben wir am Vormittag den Gottesdienst gestrichen. Vorabendmesse ist in St. Pantaleon. Also hier gilt das, was in der Monatsgottesdienstordnung steht, nicht das, was im Pfarrblatt steht. Große Freude für die Kinder, kommenden Montag in einer Woche ist Schulbeginn. Nächsten Sonntag um 9.30 Uhr ganz, ganz herzliche Einladung hier in St. Valentin zum Gottesdienst mit Schul- und Kindergartentaschensegnung. Bitte diese mitbringen, um gesegnet auf dem Weg zur Schule und in den Kindergarten unterwegs zu sein. Und auch in dieser Woche lädt die Pfarrkarre das am Nachmittag nochmal ein in den Pfarrgarten am Donnerstag ab 15 Uhr zum Austausch und gemütlichen Beisammensein. Lieber Manuel, ein halbes Jahr nicht ganz, warst mein Kaplan. Man muss dazu sagen, der Manuel ist kein normaler Kaplan, um einen Begriff zu verwenden, der in den letzten Monaten viel diskutiert wurde. Und manche sagen, Gegenteil von normal ist abnormal. Nein, das ist nur ein Gegenteil. Das andere Gegenteil von normal ist außergewöhnlich. Wir haben einen außergewöhnlichen Kaplan heute hier zu verabschieden, Dank zu sagen. Und da stellen sich natürlich einige an, die dir diesen Dank persönlich sagen werden, dann hinterher einige wenige, die es auch offiziell hier tun. Den Beginn
macht die Frau Bürgermeister Kerstin Suchan-Meyer, die aber nicht nur für dich spricht, sondern wir haben auch einen zweiten in der Mitte, der heute eigentlich seinen letzten Dienstsonntag im Pfarrverband hat. Aber zum Arbeiten hat er schon im Februar aufgehört. Darum haben wir ihn ja da schon verabschiedet, in Herbert Reisinger. Aber der Dank und die Ehrung seitens der Gemeinde erfolgt beides. Herbert, schön, dass du gekommen bist, bevor auch du ins Waldviertel durchstartest. Sie können ja dort oben wieder eine Enz-Donau-Winkel-Gemeinschaft machen, die drei. Frau Bürgermeister, bitte. Ja, liebe Kinder, liebe Jugendliche, werte Pfarrgemeinde, liebe Valentiner, Valentinerinnen, Gäste aus nah und fern, Herr Pfarrer aus Burgstall, liebe Herren Pfarrer, lieber Herbert, lieber Manuel. Viele kennen mich, ich schreibe sehr selten meine Reden auf. Heute habe ich sie notiert, weil es ist ein sehr bewegender Moment, auch für mich Abschied zu nehmen. Da brauche auch ich etwas, wo ich mich ein bisschen anhalten kann. Lieber Herbert, am Freitag, genau vor 10 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Ich weiß es noch sehr genau, beim ASK Weinfest war es, wo wir am Biertisch gemeinsam gesessen sind und uns bekannt gemacht haben. Seit Anfang September 2013 warst du in St. Valentin in der Pfarre Langenhardt. Ich werde diesen Moment wahrscheinlich nie vergessen, weil es war zum einen nach sehr schwierigen Zeiten in der Pfarre Langenhardt nun hier ein neuer Pfarrer, ein großer Mann, der Herbert, ein strahlender Kämpfer, so die Bedeutung deines Namens. Ein Mann, der mit seinem Lacher alle mitreißen kann. Und so war es bei diesem Fest. Alle, die dich da kennengelernt haben, hast du mit deinem Lacher mitgerissen. Ist am Nachhauseweg, wir haben wirklich durchgelacht, du hast uns mitgenommen und so hast du alle mitgenommen in die neue Zeit der Pfarre Langenhardt. Du hast mit deinen Armen, wenn du sie beim Segen ausgebreitet hast, alle umspannt, warst mit deiner Größe der neue Schirmherr. Hast der Pfarre Langenhardt wieder neues Leben gegeben. Deine ruhige, besonnene und nie aufdringliche Art hat sehr gut getan. Ich habe unsere Zusammenarbeit immer sehr geschätzt. Was wir ausgemacht haben, hat gehalten und war von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen getragen. Vielen Dank dafür. Mit deinem Kabarett, Pebi Priester, hast du auch viele zum Lachen gebracht, auch zum Nachdenken. Aber vor allem hast du mit den Einnahmen soziale Zwecke unterstützt. Dein soziales und zusätzlich freiwilliges Engagement hast du auch bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Valentin bewiesen. In der Neunergruppe warst du ein wichtiges Mitglied, ich habe ja manche Kämpfe miterlebt, bei deinen Einsätzen immer mitten unter den Kameraden. Dieser gesellschaftliche Einsatz ist nicht selbstverständlich für einen Pfarrer. Und die große Wertschätzung zeigt heute auch die Abordnung der Feuerwehr und dass dir deine Freunde und Kameraden der Feuerwehr ja auch beim Umzug geholfen haben. Du warst gerne überall dabei, bei vielen Veranstaltungen, auch mit Hut und Lederhose. Mit dem Pfarrverband sind dann zusätzliche Aufgaben und neue Aufgaben auf dich zugekommen. Als Moderator hat dich die Diözese nicht nur für beide Pfarren St. Valentin, sondern auch für St. Pantaleon, Erla, Ernsthofen eingesetzt. Eine große und fordernde Aufgabe. Du hast als Pfarrer vielen Menschen Kraft und Mut bei den Gottesdiensten, bei traurigen und freudigen Ereignissen zugesprochen, sie begleitet, warst Seelsorger und hast dir großes Wohlwollen in unserer Stadt und als Moderator im Pfarrverband darüber hinaus erarbeitet und verdient. Für dich, Pfarrer Reisinger, geht aber nun die Reise weiter. Dafür wünschen wir dir alles, alles Gute. In St. Valentin bist du immer herzlich willkommen. Nun bitte ich, die Ehrung zu bringen. Lieber Herbert, wir freuen uns, dass du nach deiner Auszeit heute hier in St. Valentin bist und wir dir von Seiten der Gemeinde für deinen Einsatz in den letzten 10 Jahren bei uns in der Stadtgemeinde St. Valentin ein herzliches Danke sagen können. Der Gemeinderat hat dafür eine Ehrung beschlossen.
Lisa, und ich darf dir im Namen der Stadtgemeinde diese Urkunde überreichen. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Valentin vom 28. März 2023, natürlich einstimmig, gemäß den geltenden Richtlinien zur Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen wird Herrn Pfarrer Magister Herbert Reisinger für besondere Dienste um die Stadtgemeinde St. Valentin das Ehrenzeichen der Stadt St. Valentin verliehen. Herzliche Gratulation. Der Rucksack ist mit unseren Valentin-Produkten gefüllt. Und wie gesagt, du bist immer herzlich willkommen. Wir können es auch wieder auffüllen. Aber damit du eine gute Erinnerung an St. Valentin hast, wir haben sie an dich. Kaplan Manuel Sattelberger. Lieber Manuel, mein guter Freund. Mein guter Freund, können wahrscheinlich viele unter uns sagen, mein guter Hirte, du hast auf uns alle geschaut, hast sie zusammengehalten, sie sind da heute im Gottesdienst auch schon gefallen. Aber ich sage ganz speziell, mein guter Freund. Nach Aristoteles gibt es drei Arten von Freundschaft. Wir haben diese Freundschaft, die nicht nur existiert, weil sie nützlich ist oder Vergnügen bereitet, sondern weil man aufrichtige Wertschätzung für den anderen empfindet. Tatsächlich waren wir oft im Gleichklang. Es werden nicht alle wissen, dass Manuel und ich gemeinsam bei der Faschings-Hitparade aufgetreten sind und Karaoke gesungen haben. So waren wir Ike und Tina Turner, Danny und Sandy aus Grease, oder Helene Fischer und Florian Silbereisen. Der Manuel sogar mit einem Tattoo am Oberarm. Aber mehr werde ich jetzt nicht ausplaudern. Wer nicht dabei war, hat sicher etwas versäumt. Es gab und gibt immer eine große Übereinstimmung bei uns beiden. Aber es geht ja hier heute nicht um mich, wobei ich dir auch persönlich mit meiner Familie ein großes Dankeschön für die vielen schönen Momente bei den Taufen. Bei einer sind wir sogar zu spät gekommen, weil die Messe bei der Feuerwehr noch nicht zu Ende war. Oder auch den Hochzeiten sagen möchte. Vielen Dank. Hier kann ich aber wahrscheinlich für viele Valentiner und Valentinerinnen, für viele im Pfarrverband oder andere, die du getauft oder verheiratet hast, sprechen. Solche Menschen wie dich braucht die Kirche, braucht unsere Gesellschaft. Du verstehst es mit deinen Worten, deiner lockeren Art, die Besucher und Besucherinnen der Messen zu begeistern, den Menschen Mut und Zuspruch zu geben. Immer wieder habe ich von Auswärtigen gehört, ihr habt so ein Glück, so einen Kaplan bräuchten wir bei uns auch. Als Seelsorger hast du vielen Menschen in verschiedenen Lebenslagen geholfen, ob bei freudigen Ereignissen, bei Todesfällen, beim Spenden der Krankenkommunion. Besonderen Zugang hattest du zu den jungen Menschen, die Kinder und Jugendlichen, die lieben dich, den Mani, denen wirst du besonders fehlen. Deine Ausflüge mit der Jugend, unter anderem wie ins Aquapulco oder zum McDonald's, begeisterten mittlerweile Generationen. Danke für dein Engagement für die Jugend. Dir war, und das kann ich persönlich bestätigen, jede und jeder einzelne junge Mensch ein wirkliches Anliegen. In der Schule wirst du deinen Lehrerkollegen, Kolleginnen und den Kindern besonders fehlen. Bei uns in St. Valentin hast du 2004 deine kirchliche Karriere als Pastoralassistent und Religionslehrer begonnen. Fast 20 Jahre warst du nun bei uns. Obwohl du ja nach wie vor Hauptwohnsitz gemeldet in Betzenkirchner bleibst und bist, bist du einer von uns geworden, ein richtiger Valentiner. Du gehörst zum Stadtbild von St. Valentin. Der Pfarrhof ohne dich ist kaum vorstellbar. Gemeinsam, du hast es angesprochen, mit der Resi und dem Pfarrer Johann Zaul, der dich auf deinem Weg hier in St. Valentin besonders begleitet hat, wart ihr ein tolles Team.
Viele aus der Gemeinde haben deinen Weg zum Diakon vor 10 Jahren und zum Priester vor 1 Jahr mit begleitet. Das waren schon sehr besondere Momente, die jeder, der dabei war, nicht missen möchte. Viele kirchliche und weltliche Feste mit Einweihungen und Ähnlichem konnten wir als Stadtgemeinde und auch viele Vereine mit ihren Vereinshäusern in St. Valentin mit dir feiern. Nomen ist Omen, und nachdem Manuel Gott ist mit uns bedeutet, war es klar, wahrscheinlich wurde der Name von deinen Eltern, die heute auch hier sind, besonders ausgewählt, war klar, dass dein Weg immer tiefer und intensiver in das kirchliche Leben führte. Wahrscheinlich ist es auch bezeichnend, dass gerade ich hier auch die Fahne bekommen habe mit Gott soll dich beschützen. Gott ist mit uns. Das können wir uns mitnehmen. Manuel war hier mit uns und mit Gott. Und dieser Weg führte dich tiefer in das kirchliche Leben, und irgendwann bedeutet das auch, und das ist leider heute so, dass wir dich in eine andere Pfarre verabschieden müssen. Aber auf A wie Abschied folgt B wie Beginn. Ja, natürlich sehr schmerzt dieser Abschied, und nach dem B wie Beginn ist es zwar bei dir jetzt der letzte Buchstabe im Alphabet geworden, Z wie Zwettl. Aber mit deiner Art wirst du auch dort bald die Menschen erreichen können, und wir wünschen dir das Allerbeste für deinen neuen Lebensabschnitt. Den Bürgermeister von Zwettl kenne ich ja, er ist auch Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag. Und das Leben ist eine stetige Veränderung, und wer weiß, vielleicht kommst du ja einmal nach St. Valentin auch auf dem kirchlichen Weg wieder zurück. Als Bürgermeister... Ich glaube, diesen Wunsch werden wir ganz stark in Gottes Hände, aber auch in der Diözese entsprechend deponieren. Als Bürgermeisterin persönlich und im Namen der Stadtgemeinde St. Valentin sage ich dir herzlichen Dank für deinen Einsatz, dein Engagement in unserer Stadt und darüber hinaus. Besonders natürlich auch für die engagierte Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen in St. Valentin. Lieber Manuel, auch ich darf dir offiziell nun die Ehrung der Stadtgemeinde überreichen. Auch für dich hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. März 2023 einstimmig natürlich gemäß den geltenden Richtlinien zur Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen für besondere Verdienste um die Stadtgemeinde St. Valentin das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde St. Valentin verliehen und entsprechend beschlossen. Lieber Manuel, danke für deine Freundschaft. Du bist bei uns immer willkommen. Alles, alles Gute. Ich glaube, der Manuel mag die Valentiner Produkte lieber wie das Zwettler Bier, hat uns eh vorher gesagt. Gell? Also wir werden da bald einmal Nachschub bringen. Vielen Dank für diese ehrlichen, ehrenden Worte seitens der politischen Gemeinde, auch für die offiziellen Zeichen von Dankbarkeit und Wertschätzung. War die Frage, wer soll im Namen der Pfarrgemeinde reden? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ganz viele haben schöne Erlebnisse und Dinge zu sagen. Kommt ein bisschen später, wie wir das versucht haben, auch ein wenig einzufangen. Aber wie gesagt, was wäre würdiger, als demjenigen das Wort zu übergeben, der am längsten dich hier auf dem Weg durch die Pfarre sagt. Die habe ich mit Freude gehalten. Heute fällt es mir schwer. Und du hast gesagt,
meine Predigt, die schreibe ich mir diesmal auf. Frau Bürgermeister hat auch gesagt, heute habe ich mir es aufgeschrieben. Ich habe auch angefangen, aber da sind mir immer die Tränen gekommen, jetzt habe ich es da nicht geschmissen. Habe mir gedacht, die Predigt halt nicht von Zelo, sondern aus dem Herzen. Ich möchte einfach Danke sagen für die 19 Jahre, die wir gemeinsam hier in der Pfarre waren. 15 waren es, wo ich dein Chef war. Heute zum letzten Mal sein Chef, habt ihr gehört, er hat gesagt, ich soll jetzt schon Segen geben, das letzte Mal, wo er mir folgen muss. Und nur, ich bin aufgefallen, probieren wir gerade Z, das letzte Mal verbet, Zwettel, Zahl ist auch am Schluss. Also, können wir. Und ich möchte Danke sagen für diese Zeit, diese gemeinsame Zeit. Ich habe das eh schon mal erzählt, ich habe dir das schon verziehen, auch du bist ja nicht wegen mir nach Valentin gekommen. Denn Steiner Kirchen war viel näher, der Pfarrer jünger, aber die Rese war es, die er angezogen hat. Der wollte eine Beheimatung haben. Dort hätte er nicht im Pfarrhof wohnen können, da hat er eine Heimat. Und ich hoffe, lieber Manuel, wir konnten dir ein bisschen Heimat geben in unserem Pfarrhof. Und nicht nur in unserem Pfarrhof, sondern auch wirklich in der ganzen Pfarrgemeinde. Und dafür möchte ich Ihnen allen Danke sagen. Jetzt ist mir aufgefallen, die Kirche ist so voll. Welche Kraft liegt in unserer Pfarrgemeinde? Wir haben das so oft bei so schönen Festen miteinander erlebt. Die Corona hat das ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich möchte Sie einladen, lassen wir diese Kraft öfter spüren. Zeigen wir, dass Gott unsere Mitte ist. Wir haben jetzt wieder so einen lieben Pfarrer. Und dann auch einen lieben Kaplan, der auch am Sonntag vorgestellt wird. Darum kommt 16 Uhr ein Kaplan in Henry auch bei der Feier in Langenhardt. Geben auch denen wieder ein offenes Herz. Und damit wir nicht für uns, sondern eben für unseren Glauben, auch für Gott arbeiten können. Lieber Manuel, ich hoffe, du hast von mir etwas auch gelernt. Ich habe auch von dir sehr vieles gelernt. Alleine denke ich mir, ihr habt eine ganz andere Ausbildung gehabt. War ich in den Kindergarten gegangen bin, habe ich mir gesagt, eine gescheite Geschichte muss da suchen. Und dann habe ich gesehen, wie Kinder gerne unruhig werden, weil die für das noch gar nicht so offen sind. Du bist gekommen, hast gesagt, bist reingegangen. Hallo Kinder, habt ihr die linke Hand auch mit? Ja. Und den Fuß auch, geschafft, den Bauchal auch. Und Kim, hallo, schön, dass du da bist. Und aber erst gern fern, man muss mit denen Bewegung machen, dass sie dabei sind. Und so viel konnte ich da von dir auch lernen. Ich möchte dafür auch wirklich Danke sagen. Und du hast ihnen beigebracht, das Coca-Cola, dass so einen tiefen Sinn trotzdem auch hat. Also mit den Dingen hast du wirklich Kinder begeistert. Vorher hat er mir gesagt, der Manuel ist ein Jahrhunderttalent, wie der junge Leute anreden kann. Ich denke mir, er hat mir mal ein Ziel gesagt, der vierte Hauptschulklasse, da wollte niemand reingehen. Nicht einmal das Klassenvorstand wollte es nehmen. Und der Manuel hat gesagt, als Religion habe ich schon, jetzt nehme ich es als Klassenvorstand da. Trotzdem glaube ich schon mal einen Antrag genommen. Er hat mir am Schluss gesagt, da haben sie mir ein großes Heft hat jeder Seite geschrieben. Auf einen ist drauf gestanden, kann mich nicht mehr alles erinnern, gestanden, lieber Mani, seitdem wir dich in der Schule haben, gehe ich wenigstens zweimal im Jahr, in der Woche, gerne in die Schule. Denn sonst ist die Schule scheiße. Aber scheiße sagt man da mal nicht, nur zu einem guten Freund. Und du bist ein guter Freund. Also das alleine zeigt, aber da war vieles so drauf. Das war jetzt nur ein Beispiel davon. Also wenn du es verstanden hast, das ist wirklich ein Talent. Du brauchst nicht stolz sein drauf, sondern du kannst Gott dankbar sein für das Talent, das er dir da mitgegeben hat. Und ich glaube, wir sind in dieser Zeit geistliche Brüder geworden, wenn du heute gesagt hast, ja, damit komme ich weg. Aber ich habe gespürt, deine Berufung von Gott ist in dir da. Ich freue mich, dass ich dich begleiten durfte und dass du heute gesagt hast, ich bin trotzdem nicht traurig, ich bin froh, dass ich Priester bin. Weil das deine Berufung ist, das hat man gespürt und das ist dein innerster Kern. Wir sind geistige Brüder geworden, wir sind auch so menschlich Brüder geworden. Ich habe keinen Bruder, du hattest einen Bruder. Den hast du durch einen traurigen Unfall verloren. Ich weiß noch, wie ich da die Messe hatte. Die Resi hat drauf gefunkt und gedeutet, bin dann hinausgegangen, gesagt, von dem schweren Unfall hat sie da erzählt. Ich wünsche dir, dass du spürst, wir bleiben weiterhin Brüder, auch über die Entfernung hinaus. Wir bleiben weiterhin verbunden. Ich könnte so vieles aufzählen und dir sagen, was mir im Herzen liegt, aber wir haben eh schon einiges gehört, das will ich nicht. Das lässt sich in so kurzer Zeit
nicht zusammenfassen. Ich möchte lieber nach vorne schauen und dir etwas mitgeben, das dich an das Wesentliche erinnern soll. Eines einmal, da muss ich jetzt erst einmal schimpfen mit dir, denn ich wollte dir, du hast bei meiner Abschiedsfeier, hast du ein Bildchen gemacht und genau das wollte ich dir auch geben und machen zum Austeilen an die Leute. Da steht drauf, danke für 19 Jahre in St. Valentin, Kaplan Manuel Sattelberger. Du bist einer von uns geworden, Gott möge dich auf deinem neuen Weg begleiten. Du bleibst immer einer von uns, beten wir füreinander. Und rückwärts habe ich 4 Bilder drauf, der Glaubenskoffer, der dir damals sehr wichtig war. Darunter ein Bild von uns drei, Rese, Manuel und ich, wie wir in Rom beim Brunnen, da steht dann deine Diakonatsweihe und bei deiner Primiz. Es hat mir leid getan, ich in der Druckerei war, der Manuel, der war schon viel, viel früher da, der hat sich schon ans Drucker lassen. Das können Sie halt. Ich war sehr traurig, ich habe mir Göttersport, aber das hätte ich gern dafür gegeben. Aber ich habe jetzt doch ein paar ausgedruckt zu deiner Verwendung, die möchte ich dir mitgeben und aus dem Schaukosten ist da drinnen. Wollte ich gern geben. Ein zweites, das kennst du, das möchte ich dir aber trotzdem mitgeben. Das Kreuz, ich glaube, du hast das eh nicht, aber von mir schon öfters gesehen, mein Lieblingskreuz, das keinen Korpus hat, nur die Umrisse. Als Ausdruck, ich sage es ganz kurz, wir sollen diese Mitte füllen, wir sollen Christus Gestalt geben. Wir, Manuel, du hast Christus in unserer Pfarre Gestalt gegeben. Durch dich ist das keine Leere geblieben, sondern ist Christus sichtbar geworden. Und sollte es dir in Zwettl einmal schlecht gehen und das Kreuz drücken, schau auf dieses Kreuz, denn manche sagen, aufs Kreuz kann man nicht schauen, so ein furchtbares Folterwerkzeug. Nein, da geht der Blick weiter, der geht durch das Kreuz hindurch. Und das ist eigentlich unser christlicher Auftrag, den Menschen zu zeigen, wir bleiben nicht am Kreuz hängen. Durch das Kreuz sind wir erlöst, unser Weg führt weiter hin zu Gott. Das wünsche ich dir, dass du dir das immer wieder bewusst wirst. Und ein drittes habe ich dir auch noch mitgebracht, ein drittes Geschenk. Du wirst schauen, was das ist, ganz was Blöds. Ein Zirkel habe ich da mitgebracht. Einen Zirkel, vielleicht habe ich das auch mal verwendet, dass du den Spruch von mir schon kennst, vom Meister Eckhart, der gesagt hat, wir Christen sollten sein wie ein Zirkel. Ein Zirkel hat eine Spitze und eine Mähne. Er hat einen Halt und eine Mähne, so kann man seine Kreise ziehen. Hätte er 2 Spitzen, könnte man damit nicht viel anfangen. Hätte er 2 Mähnen, Schleiderzahn, bringt man keinen gescheiten Kreis zusammen. Ich wünsche dir, dass du diesen Halt nicht vergisst, dass du immer wieder den Halt in deinem Glauben, in Gott, im Gebet hast, auch in deiner Familie, im Elternhaus, auch bei uns. Auf allem vergiss nie diesen Halt in Gott. Dann wirst du auch droben deine Kreise ziehen und spüren, wie die Leute dich brauchen, wie sie deine Spuren sehen und auch mit Begeisterung annehmen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das möchte ich als Wort mitgeben, wenn du den siehst, du kannst da damit einstecken auf der Landkarte und schauen, den Kreis in Verbitzenkirchen ist noch Zwettl, Luftlinie weit oder noch Valentin, das kannst da, da kannst einiges bringen, aber es sollte dich erinnern an dem, dass du immer wieder, wenn es dir schlecht geht, wichtig ist der Halt, der dich nicht entschleudert, der dich nicht schleudern lässt. Ja, das wünsche ich dir. Es gäbe so vieles, was mir am Herzen liegt zu sagen, aber das sprengt den Rahmen. Ich danke dir für deine Gemeinschaft, für deine Brüderlichkeit. Bleib mir weiter als Brüder verbunden, als geistliche und menschliche Brüder. Gottes Segen. Alles Gute. Du kannst auch mit dem Zirkel schauen, ob es auf Bünden weit nur weg ist. Ich habe noch etwas vergessen. Ja, wie ihr kennt. Ich habe gewusst, dass ich was vergessen habe.
wie er bei der, vor einem Jahr eingezogen ist bei der Prämizfeier. Damals ein Lied, mit dem er fast alles begonnen hat, gesungen um Gedicht. Mani, schön, dass du da bist. Heute ist der Text nicht ganz so schön, aber wir wollen es trotzdem wieder singen. Und ich lade Sie ein, soweit es geht, aus der Teile, die Ihnen bekannt sind, mitzusingen. Fahnen könntest du dazu nehmen. Danke auch der Sonja Großauer, die die Texte wieder gestaltet hat. Danke sehr. Ja, deine besondere Leidenschaft, dein besonderes Engagement für die Kleinen und da ganz in der Spur unseres Gottes, der ein Faible hat für alles Kleine, kam schon zur Sprache und da gibt es ein paar, die das noch besonders zum Ausdrucken wollen, mit denen du diese Jahre gestaltet hast. Zunächst das Kinderliturgie-Team. Lieber Manuel. Ja. Auch wir vom Kili möchten uns bei dir bedanken. Wir zwar kennen uns seit Stunde Null. Du bist nach Valentin gekommen, ich war am Hauptplatz Lehrerin. Du bist zur Konferenz gekommen, es war nur mal ein Sessel frei. Für mich war es ein Klick, das war der neben mir. Seitdem sind unsere Wege eigentlich immer irgendwo parallel verlaufen. Wir haben gemeinsam unterrichtet, wir waren im Kili 19 Jahre gemeinsam und wir haben einige Jahre in der Pfarre zusammengearbeitet. Ja, so ist auch unsere Freundschaft entstanden. Ich habe gesagt, du bist für mich wie ein kleiner Bruder und das wirst du immer bleiben. Jetzt hast du dann zwei Geschwister dazu gekriegt. Ja, wie wir angefangen haben, beim Kili haben wir für die Hauptschüler die Messen gestaltet. Es ist immer mehr dann zu den Windelchristen gewandert. Wir haben zum Schluss Kindergartenkinder, Maxikose-Kinder gehabt. Du hast das verstanden, du hast alle angesprochen. Wir haben wieder einander viel Trauriges durchgestanden, aber Gott sei Dank viel, viel mehr Schönes gemeinsam erlebt. Du hast die Kinder geprägt, deine Freude, dich, Gott liebt dich, Pickerl, ziehen viele Freundschaftsbücher, viele Kinderzimmer. Ich weiß von einem Kind, der hat ein neues Bett gekriegt, da war das Pickerl drauf, der hat nicht mehr schlafen können. Da habe ich dann ausgeholfen, weil ich nur ein paar Reserve-Pickerl gehabt habe. Du hinterlässt so viele Spuren in Valentin, ich glaube, du bist dir dessen gar nicht bewusst. Wir schätzen das sehr. Durch dich ist Kirchenschnecke Fienchen entstanden. Das war so unser Baby. Die Geschichte war die Schnecke und der Segen. Dir sind vielleicht unsere Leiberl schon aufgefallen. Design von unserer Haus- und Hofdesignerin Kathi. Wir wollen dir damit sagen, du bist ein Segen für uns, für Valentin, für den Pfarrverband und ganz, ganz sicher für Zwettl. Wir beneiden sie fast ein bisschen, dass du da jetzt hinkommst. Das soll das Fienchen sein. Ja, wir möchten dir gern so ein Leiberl mitgeben, wir möchten dir ein Geschirr durch mitgeben, Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen, dass du dich immer an uns erinnerst. Es sind ein paar Sachen drinnen, die du gut brauchen kannst, es sind ein paar Sachen drinnen, die dir vielleicht helfen beim Kontakte knüpfen in Zwettl. Ja, du hast vorher gesagt, eigentlich haben wir zu zweit Koffer gepackt, wir gehen zu zweit nach Zwettl, wir schicken dir noch zwei mit. Das Fienchen und das Eselchen, die gehören auf jeden Fall zu dir nach Zwettl. Es war unser Baby und es soll dich
immer an uns erinnern in Valentin. Ja, das Findchen hat jetzt nur eine kleine Überraschung für dich. Wir haben nämlich keine Lesezeichen in Auftrag gegeben, wir haben was anderes gefunden. Ja, hallo liebe Kinder, hallo lieber Manuel. Ich habe als kleine Erinnerung einen Sticker mit viel Segen und freue mich auf die gemeinsame Reise. Ich sage danke, Manuel. Alles Findchen. Wir haben in Manuel in den Koffer Findchen Pickerl reingegeben, der ins Wettel zum Kontakt knüpfen nehmen kann. Wir lassen aber Pickerl in St. Valentin vom Findchen, die sich die Kinder gerne nach dem Gottesdienst holen können. Wir stehen es da oben. Wir möchten dir einfach von Herzen Danke sagen, Manuel. Wir wünschen dir alles Gute für das Wettel, dass du dort mit offenen Armen empfangen wirst und du bist sicher ein Megagewinn für das Wettel. Uns bleibt nur mehr das Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke. Dein Talent in der Schule, deine Freude am Unterrichten war, was man, wie du das einmal erzählt hast, auch ein Grund, warum du hergekommen bist nach Valentin, weil da Schulstunden frei waren. Einer, der das von der Diözese her begleitet hat, ist der Herr Fachinspektor Magister Ernst Merkinger. Und ihm ist es auch ein Anliegen, ein paar Worte hinzuzufügen, wie das aus seiner Perspektive auch seinen Dank zu sagen. Herr Altpfarrer, lieber Herr Dichand, wo ist er? Ja. Zweiter Dichand, Franz, Pfarrer, Eisenhofer, ehrwürdige Schwestern, liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Festgemeinde, lieber Manuel. Als dein zuständiger Fachinspektor in den letzten 20 Jahren darf ich einige Worte sagen. Und es ist gefährlich, wenn man einen Lehrer was sagen lässt. Es wurde nämlich gesagt, ganz kurz, und das ist für einen Lehrer, ich zitiere da gerne den alten Abt von Seitenstetten, der aber gesagt hat, steh auf, dass man dich sieht, sprich laut, dass man dich hört und sprich kurz, dass man dich liebt. Ich weiß nicht, ob wir alle lieben werden, aber ich werde mich bemühen, kurz zu sein. Schnell habe ich damals, als wir uns kennengelernt haben, und ich glaube, ich darf sagen, es hat bei uns sofort die Chemie gepasst. Das ist ein religionspädagogisches Naturtalent. Damit war ich dir in weiterer Folge weniger ein Vorgesetzter, eher ein Wegbegleiter und väterlicher Freund. Das war sehr forte, weil so wenig wie ihm habe ich selten einen Religionslehrer oder Religionslehrerin besucht. Heute darf ich dir, und es ist auch mein letzter Dienstakt als Fachinspektor, der 1. September beginnt meine Pension, aber umso mehr herzlich darf ich dir danken für dein Wirken. Und ich habe das immer gesagt, im Weinberg des Herrn, in deiner Eigenschaft als Religionslehrer, hier an der Volksschule Hauptplatz und an der NMS Schubertviertel. Dein Talent, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, war sofort erkennbar. Und eine Freude für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für deren Eltern, das Lehrerinnenkollegium, die Direktorinnen
und Direktoren und die Zusammenarbeit von Schule und Pfarre insgesamt. Durch dich und deine gewinnende Art war es für die Schülerinnen und Schülerinnen erfahrbar, dass die Begegnung und die Freundschaft mit Jesus kein alter Hut ist, sondern Fundament und Sinngebung für ein gelingendes Leben sein kann. Deine Offenheit, deine ansteckende Freude, deine Begeisterung und deine innovativen Gedanken, ich denke da zum Beispiel an die Sakramentenvorbereitung, Erstkommunion, Firmlingen mit der Firmenvorbereitung und etwas ganz Besonderes, das habe ich nirgendwo gesehen, wie bei ihm. Die Beichtvorbereitung in der Mittelschule mit einer TC-Meditation. Ich glaube, es gibt keine Schule der ganzen Diözese, wo die Kinder damit so ermutigt wurden, auch die Beichte ernst zu nehmen. Eine lebendige Schulgottesdienstgestaltung und bei allen sozialen bzw. karitativen Projekten, all das sind wirklich legendäre Projekte. Deine kreativen Ideen und deine sorgfältige Vorbereitung und Gestaltung des Religionsunterrichts begeisterte mich nicht nur vor Ort, sondern auch Religionslehrerinnen und Religionslehrer weit über die Grenzen der Diözese hinaus. Es hat sich herumgesprochen, hier ist ein guter Mann. Danke allen Valentinerinnen und Valentinern, insbesondere allen Direktorinnen, Lehrerinnen und Lehrern der Volksschule und der neuen Mittelschule für eure aktive Unterstützung von Manuel. Ohne euch hätte er viele seiner Ideen im und um den Religionsunterricht nicht umsetzen können. Vergelt's Gott. Manuel, du hast, das ist schon gesagt worden, unvergessliche Spuren in St. Valentin hinterlassen. Darüber darf sich ganz St. Valentin freuen und darüber darfst auch du dich freuen. Jetzt habe ich meiner Frau gesagt, ich lege etwas auf meine Schulter. Manche werden sich fragen, was hat er denn da? Ja? Ich möchte dir auch etwas mitgeben, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Es ist ein Seidenbild, das ich selbst gestaltet habe und sehr, sehr oft im Religionsunterricht eingesetzt habe. Bei den Kleinen genauso wie bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt brauche ich zwei große Ministranten. Meine zwei Herren, bitte helft mir geschwind. Jetzt was in Tee. Es ist das Gleichnis vom Seemann. Du weißt, Glaube ist Geschenk, nicht von uns Menschen machbar. Wir Religionslehrerinnen und Religionslehrer, auch du als Priester, wir bereiten nur den Boden auf. Gott schenkt den Samen des Glaubens. Manches Samenkorn fällt unter die Dornen, manches auf die Straße, manches picken die Vögel auf. Aber vertrau darauf, manches trägt 30, 60 und 100-fache Frucht. Und jeder Bäuerin und Bauer, aber auch die anderen, stellt euch einmal vor 2000 Jahren hat es keine Ehre gegeben, die mehr wie 30-fache Frucht gehabt hat. Und es gibt heute selten Ehren, wo 100 Körnel drauf sind. Vertrau darauf, durch dein Talent wird dir das geschenkt sein. Und wenn die Pfarre St. Valentin und der ganze Pfarrverband deinen Abschied bedauert, darf sich die Pfarre Zwettl besonders freuen. Wir machen heute als Mostviertler Entwicklungsarbeit fürs Waldviertel. Eine Bitte zum Schluss an euch als Pfarrverband und Pfarre, auch hier in St. Valentin, nehmt den Kaplan Henry Igbokwe, sagt Kaplan Henry, den Nachnamen muss man sich nicht merken, mit offenem Herzen auf. Wir Weistracherinnen und Weistracher haben ihn schätzen gelernt. Und der kann so schön singen wie der Manuel. Dir, Manuel, Gottes Segen, Gesundheit, viele schöne neue Erfahrungen und Begegnungen im Waldviertel. Meine Frau, meine Familie und ich werden dich im Gebet begleiten und bald wohl auch ins Wettel bei einer Messe besuchen. Und dann haben wir hingeschrieben,
auf ein Seiterl Zwettler gemeinsam genießen. Jetzt mag er das nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir den Most mitnehmen. Und den Most dann gemeinsam trinken. Vielen Dank, alles Gute und Gottes Segen. Danke, meine Herren. Ernst, Dankeschön. Dir auch alles Gute für deine Pension. Und ein kleiner Insider-Tipp: Mit Cola bist du noch besser drauf, wie mit Most. Ja, die Frau Bürgermeister hat es schon erwähnt: Dein Wirken ging auch weit hinein in die Gesellschaft. In diesem Sinne möchte sich hier die Freiwillige Feuerwehr anschließen und Peter Spanier, der Kommandant, ein paar Worte sagen. Und ich glaube, sie haben auch etwas, was sie dir aus dem Enz-Donau-Winkel mitgeben. Lieber Manuel, werte Geistlichkeiten, liebe Trauergemeinschaft, das ist eigentlich der falsche Anfang. Aber es fühlt sich so an. Viele, viele Momente haben wir leider auch machen müssen, wo man mal vorher durchgeschnauft hat, bevor man sich da hergestellt hat und Worte zu finden. Manuel, ich habe auch versucht, ein bisschen was zum Zusammenschreiben. Ich habe es dann abbleiben lassen, weil es einfach zu viel geworden wäre. Und manche wissen das, manche leider nicht. Aber der Manuel war seit 2010 bei uns bei der Feuerwehr. Und jetzt, wo er noch Zwettl geht, darfst du dort weiter bei der Feuerwehr bleiben, selbstverständlich. Das ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht bringst du es auch dort zusammen, dass du eine Grundausbildung abschließt, wenn es da ein bisschen mehr Zeit hat. Aber der Manuel, wie wir ihn kennen, der hat uns auch immer wieder gesagt, man muss die Stärken der Persönlichkeiten, der Charaktere hervorheben. Naja, und vielleicht ist das mit einem Streurer durchstehen nicht unbedingt deins. Aber dafür hast du sehr viele andere positive Eigenschaften und Stärken. Und es ist ja heute in der Nacht wieder bewiesen worden, wie der Enz Donauwinkel zusammenhält bei dem Brand bei der Firma Hasenhörl. Es ist heute auch schon sehr oft gefallen. Es heißt nicht umsonst Enz Donauwinkel, weil wir sind alle nah am Wasser baut. Und es ist irrsinnig schön mit dir, diese Gefühle und Emotionen auch zu teilen. Manuel, wir wünschen dir, und das darf ich jetzt im Namen von der gesamten Feuerwehr von unserem Unterabschnitt da sagen, alles, alles erdenklich Gute auf deiner Reise. Alles Gute. Der Schutz ist natürlich auch unser Schutzpatron, unser gemeinsamer Sein, der heilige Florian. Alles Gute, Manuel. Ich habe letztens gesehen, wie er ein Lastwagen gepackt hat. Da merkt die Show ist ziemlich voll. Ich hoffe, du hast ein bisschen einen Spürraum eingeplant für die Abschiedsgeschenke in deinem Auto. Sonst musst du nicht gleich nochmal zurück runterfahren. Ich war's da. Ja, wir haben viele Stimmen aus der Pfarre gesammelt, aber mehr davon von den Pfarrgemeinderäten. Ja, liebe Manuel, stellvertretend für alle Pfarrgemeinderäte, die in dich in deinem pfarrlichen Leben begleitet haben und begleiten durften, sind die Pfarrgemeinderat-Obmänner während deiner Ära aufmarschiert heute. Ich habe meine Rede ein bisschen zugunsten einer Forschung gekürzt, weil Hauben, Handschuhe und warme Socken, glaube ich, hast schon genug. Jetzt habe ich ein bisschen Vorforschung getrieben. Die frittierten Sonnenstrahlen beim Mac in Zwettl sind perfekt. Die Mondsöten beim Bäcker am Hauptplatz in Zwettl, ein Gedicht. Und Schnitzel mit Pommes beim Wirt am Hauptplatz, sehr empfehlenswert. Wenn du Geheimtipps brauchst, ungefähr 35 Kilometer Weg von Zwettl ist eine Rheinankenzucht.
ist ein Edelfisch, nicht so fett wie der Karpf und passt eventuell auch zu Cola. Auf deine Einladung für diesen Gottesdienst ist gestanden, es ist Zeit für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was werden wird, mit Gottes Segen beginnt. In diesen Zeilen ist eigentlich alles zusammengefasst, was uns seit dem letzten Jahr durch den Kopf geht. Vieles wurde leider durch die Art und Weise deiner Weiterreise in eine neue Wirkungsstätte überdeckt. Zu viel Wut und Verzweiflung machten es anfangs schwer, für die 19 Jahre, die du bei uns in der Pfarre und seit 4 Jahren auch im Pfarrverband tätig warst, Dankbarkeit zu zeigen. Im Nachhinein, denke ich, waren es für dich beeindruckende Reaktionen, wie viel Unterstützung du von den Gläubigen bekommen hast. Es war ein klares Zeichen, dass nicht die Diözese, sondern du, unser Kaplan, Freund und Weggefährte Manuel, im Mittelpunkt steht. Bei den Vorbereitungen für deinen Abschiedsgottesdienst fielen uns Begegnungen, Momente, Gesten und viele deiner Ideen ein, die unser Pfarrleben verändert haben. Mir fiel aber auch ein, dass es eigentlich egoistisch wäre, deine Begabungen nur für uns in Anspruch zu nehmen. Ein bisschen neidvoll, aber von Herzen sind wir es den Zwettern vergönnt, dich in ihre Mitte zu bekommen. Viele Wünsche begleiten dich zu deiner neuen Wirkungsstätte. Die Wünsche, die noch nicht ausgesprochen wurden, haben wir für dich in einem Buch zusammengefasst. Viele Gläubige, von den Wendelchristen bis zu den Senioren, haben ihre Gedanken in einem Buch zu Papier gebracht. Lieber Manuel, danke für deine Freundschaft, dein Wirken und danke Gott für Manuel. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Lieber Manuel, dieses Buch ist gefüllt mit Erinnerungen an die Menschen in St. Valentin. Viel Spaß beim Lesen. Danke. Auch seitens vom Pfarrverband, wo du ein Mitbegründer warst, möchten wir dir Danke sagen. Vielen, vielen Dank für dein Wirken, zuerst in der Pfarre Valentin. Lieber Manuel, du warst ein Baustein und ein Mitbegründer des Pfarrverbandes ins Donauventil. Auch in diesem Sinne möchten wir dir heute Danke sagen. Du bist ein Vorbild in allen Bereichen, aber vor allem in deinen Schaffen, in deinen Wirken, in deinen Großzügigkeit. Mit 15-jährigen Jubiläum hast du von der Pfarre Valentin ein Fotobuch bekommen. Jetzt wieder ein Fotobuch zu machen, haben wir gesagt, da wird sich sehr, sehr viel wiederholen. Wenn Bilder zu laufen beginnen, wird ein Film daraus. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Das Filmteam hat dich in letzter Zeit begleitet und wir möchten dir im Namen des Pfarrverbandes Ernst Donnerwinkel einen Film über dich schenken. Ich habe da symbolisch eine Filmrolle und da steht drauf, großes Kino. Großes Kino war, was du uns geboten hast. In all deinen Jahren, in all deinen Wirken und in all deiner Entwicklung. Und dann steht nur drauf, große Gefühle. Große Gefühle hast du gezeigt in allen Bereichen deines Schaffens und deines Wirkens. Lieber Manuel, wir haben dich von Anfang an in unsere Herzen geschlossen. Du bleibst in unseren Herzen und wir werden dich nie vergessen. Und bleib so, wie du bist. Der Film ist leider Gottes noch nicht zu Ende. Auch heute möchten wir den heutigen Tag dazu noch nutzen. Wir hätten geplant, wir wachen, dass es ein großer und gewaltiger Film wird. Wir möchten eine Filmpremiere machen in Valentin. Ich glaube, dass unser Pfarrsaal zu klein wird. Da würde ich
Frau Bürgermeisterin ersuchen, ob wir vielleicht auch das Valentinum dazu nutzen können. Und ich glaube, es gibt viele, die noch gar nicht bewusst ist, dass du uns verlässt, die vielleicht dann durch Ankündigung der Filmpremiere dann gerne zu deinen letzten Verabschiedung nach St. Valentin kommen würden. In diesem Sinne, bleib so gut, wie du bist. Alles, alles Gute. Danke. Danke, Frau. Aber ich was vergessen. Unser Ziel ist ja, dass es eine Zweitauflage von dem Film gibt. Der erste Teil wird sicher Oscar-reif sein, allein mit den Hauptdarsteller. Regie hast auch zum Großteil durchgeführt, das Drehbuch auch. Und ich glaube, soweit ich vom Bischof auch schon eine kleine Zusage gehabt habe, könnte es ja sein, dass du nach St. Valentin wiederkehrst. Dann würden wir eine zweite Auflage gerne mit dir verfilmen. Danke. Nur noch von unserer Seite einzuladen zur Agape. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere schon einen durchgekriegt hat. Oder zumindest der Flüssigkeitsverlust groß ist, nicht nur durch Schwitzen. Am Kirchenplatz draußen wird dann auch die Stadtkapelle spielen. Ich nehme auch nicht Trauermärsche, sondern Lieder des Dankes. Und auch Zeit sein für Begegnung, das ist eigentlich der Hauptsinn. Und es wird sicher aber schauen, dass auch der Manuel was zum Drängen erwischt, weil das ist immer gefährlich bei so vielen Anstrengern. Wir werden den Dank abschließen mit dem großen Gott. Falls du noch was sagen willst, ich hoffe, dir nichts an. Ich halte es mit Pfarrer Geiblinger, von dem ich gelernt habe. Der hat immer gesagt, ich danke allen für alles. Da ist alles drin und kannst niemand übersehen. Ich danke allen für alles. Te Deum laudamus. Ehre sei Gott in der Höhe. Thank you.
hin und bringet Frieden. Dank sei Gott. Und nehmt die Fähnchen zum Ausdruck.